Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biomutant. Wir sind hier immer noch an den Nebenquests dran, davon haben wir ja verdammt viele. Und ich gehe jetzt mal zu den Strahlenzündern. Kommen wir mal da ein bisschen vorwärts. Und ich gucke mir noch die Häuser hier ein bisschen an. Ich glaube, hier drüben hat sie ja noch einige... Na, guck mal, da ist so noch so eine Werkstatt. Wer so glücklich ist, hier zu leben, nennt dieses Dorf Diddledum. Diddledum. Da haben wir den Titel fürs Video schon. Diddledum. Das fröhliche Dörfchen Diddledum. Was gibt's denn hier Spektakuläres? Ein Händler? Bittet dich, einen Blick auf die Waren zu werfen. Nein, ich muss weg. Ich will erstmal gucken hier. Ich habe hier tatsächlich noch... Sachen zum Verschrotten. So, hier beim Rücken habe ich noch was zum Ausrüsten. Wobei, ist halt schade wegen der Gesundheit. Aber es hat halt mehr Rüstung und... Ja, okay, die Hitzeresistenz geht weg, aber die Hypoxie geht hoch. Die Radioaktivität geht hoch und das Gift geht hoch. Und die Beutechance geht hoch. Auch wenn Gesundheit runtergeht, ich muss den Pichu-Rucksack definitiv ausrüsten. Das können wir verschrotten. So, beim Herstellen muss ich noch kurz gucken. Was ich hier, habe ich ja im letzten Part noch einige paar neue Sachen bekommen. Basistyp, lassen wir natürlich das Ritualschwert. Hier bringt mir nichts was. Okay. Ja, hier der Kreisschutz würde was bringen. Bisschen mehr Schaden, mehr kritische Trefferchance und mehr Durchdringung. Können wir herstellen. Jetzt haben wir noch ein... Es sieht richtig kurios aus, die Waffe. So, hier bei meiner schönen radioaktiven Waffe haben wir keinen brauchbaren neuen Schaft. Griff, auch nichts Neues brauchbares. Basistyp bleibt natürlich der Juhub. Das bleibt auch. Magazin bleibt auch das. Mündung bleibt alles beim Alten. Okay. Dann möchte ich gucken, ob ich hier irgendwo was modifizieren kann. Zum Beispiel hier bei der Schulter habe ich ja schon ein Zusatzteil. Aber ich kann zum Beispiel hier, könnte ich die kritische Trefferchance hochpacken oder die Rüstung um eins. Oder hier, ja, machen wir den hier. Dann ist die, der Schutz gegen die Radioaktivität ein bisschen hoch. So. Dann gucken wir mal bei der linken Schulter, was ich hier modifizieren könnte. Kritische Trefferchance geht hoch. Aktuell ist es modifiziert mit was? 2% Frost, 2% Hypoxie. Hier würde... Das würde nicht viel ändern. Würde eigentlich gar nichts ändern, außer hier die kritische Trefferchance. Aber sonst eigentlich nicht wirklich was. Daher lohnt sich das jetzt eher nicht hier. Am Kopf. Ja. Bringt mir tatsächlich nicht viel. Hier, ja, die Rüstung um 2 hoch. Die Rüstung, dafür die kritische Trefferchance runter. Hier habe ich jetzt 2 und 8%. Hier würde ich dafür beim Feuer mehr bekommen. Und noch mehr beim Gift. Ich brauche eigentlich nicht mehr beim Gift, wenn ich ehrlich bin. Komm, mehr Rüstung, dafür 1% weniger kritische Trefferchance. Damit kann ich leben. So, beim Rumpf. Haben wir 2 Zusatzteile. Hier bringt es mir an Rüstung rein gar nichts. Hier. Auch nicht. Okay, und hier. Wird es mir tatsächlich was bringen? Hier sogar. Guck mal. Hier wird es mir tatsächlich 3 Rüstungen bringen und sonst muss ich auf nichts verzichten. Okay. Nice. Nice, nice. Bei den Beinen habe ich natürlich auch schon 2 Zusatzteile. Okay, hier habe ich diesen Schraubbunsch dran. Okay, und hier die Kriegerplatte oder wie es auch heißt. Hier kann ich zum Beispiel... Dann nehme ich lieber den hier, weil da gibt es noch 2% auf die Hypoxie. Wo war's das? Hier. 2% zusätzlich auf Hypoxie. Nehme ich mit. So. Wunderbar.
Okay, Ausrüstungshändler waren wir jetzt also. Gut, oh, ein Wegweiser. Noch so gerne nehme ich den mit. Weil hier in der Pampa draußen habe ich keinen Wegweiser, nichts. So, ja, jetzt sieht man den gelben Haufen wieder. Oder die gelbe Pfütze. Seht ihr, das ist der einzige Wegweiser, den ich in dem Gebiet habe. Das ist natürlich Gold wert, sowas. Das ist wirklich Gold wert. So. Sag mal hier. Sammeln von Informationen. Manche Zivilpersonen haben Informationen zu geheimen Orten in der Nähe. Du kannst versuchen, die Informationen zu erfragen, aber wahrscheinlich wirst du deine Hauptattribute einsetzen müssen, um sie ihnen zu entlocken. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Informationen hergeben, ist dann viel höher. Schaffst du den Test allerdings nicht, verlierst du einen deiner Attributspunkte. Oh. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Warum erwähnst du es dann? Fragt sich, ob all der Glibber Glibbo so wunderlich gemacht hat. What? Ist das überhaupt? Aha. Lass uns doch mal reden. Überzeugen. Ist nicht sicher, ob du sympathisch genug bist. Ist nicht sicher, ob du sympathisch genug bist, um es zu erfahren. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Hat die größte Erfolgschance. Sagt, du wirkst vertrauenswürdig und kannst es eigentlich erfahren. Haha! Ja, erzähl! Aha. Bewundert deinen Mut, weil du so spät... Ja, ja, ich gehe jetzt. Ich gehe direkt zum geheimen Ort, würde ich mal behaupten, oder? Also wir gucken uns hier noch zuerst ein bisschen um. Warte mal. Wo ist der Ballon? Da. Ich kann wahrscheinlich nichts upgraden, aber ich gehe trotzdem mal schnell hoch. Einfach damit es abgeschlossen ist. So, was kann ich hier machen? Könnte ich meine Rüstungen verbessern. 298 Rüstungen habe ich aktuell. Not bad. Modifizieren. Würde gehen. Aber da muss ich verdammt viel aufgeben für 3 Rüstungen. Wow. Beim Rumpf. Qualität. Könnte ich auf 7. Ah, das wird aber nicht gehen. 7 von jedem. Das kann ich abgeben für 4 Rüstungen. Ja. So, jetzt hat es 3,5 Sterne, okay. Dann der Kopf. Zeig mal hier meinen Hescheneimer Plus. Das würde gehen, das würde auch gehen. 4 Rüstungen hoch. Oder so. Komm, ich mach so, 4 Rüstungen hoch. Nee, ich mach hier 3 Rüstungen. Dann muss ich gefühlt viel, viel weniger ausgeben. So, dann haben wir hier noch die Waffenverbesserungsbank. Mein Schwert. Braucht noch einiges, bis ich es upgraden kann. Und meine Pistole braucht 57 von jedem. Aber da wird ein ordentliches Upgrade geben. 57 ist ein bisschen viel. So. Mir fehlt jetzt noch der Lebending-Händler. Wo haben wir den denn? Hallo? Händler? Wo ist er denn? Bist du ein Händler? Nein. Ja, dann red nicht mit mir, wenn du kein Händler bist. Zieh dich. Du! Lass uns handeln. Kleidung. Zeig mal Kopfbedeckung. Ne, den habe ich jetzt gerade verbessert. Schulter! Hier, guck mal. Das ist so eine 18 Rüstung mehr. Das ist das Beste, was er hat? Ja. Ja, das kaufe ich aber definitiv. So, für den Rücken hat er nichts Besonderes. Für den Rumpf auch nicht unbedingt, ne? Ne, gar nichts. Für die Beine benötigt Stufe 25, ja. Habe ich eigentlich auch schon was sehr, sehr Geiles. Für den Kopf habe ich da nur 19 Rüstung? Da bist du gut weggekommen. Warte mal. Ausrüstung.
zeig mal. 22 Rüstung, 33 Rüstung, dann kann das weg. 40 Rüstung, so. Okay, zerlegen. So, okay. Kopf. Ich habe den Taucherhelm an. Ich brauche hier den Häscheneimer. Warum habe ich den Taucherhelm denn angehabt? Lol. Okay, dann modifizier mal das Ding hier. 48. Okay. Das hier sieht mir am ausgeglichensten aus. So. Erstellen. Wunderbar. 48 Rüstung habe ich jetzt beim Schulterteil. Das war doch mal ein guter Kauf. So. Du bist der Lebendinghändler. Was handelst du denn? Irp Maulurkunde. Was bringt mir das? Ich kauf's einfach mal. Ah, jetzt habe ich den hier. Ah, lol. Oh shit, aber das Ding ist hässlich. Nee, ich will nicht das Wirtmaul. Oh Mann! Wo kann ich das denn wieder ändern? Inventar? Wo kann ich die Reittiere denn schon wieder ändern? Outfits. Nee, Roboter. Oh nein! Oh Gott! Ich weiß es nicht mehr. Habe ich hier per Zufall noch was? Nein. Okay. Hier kann ich meine Widerstände verbessern. Oh, geil. Dann mache ich es doch. So. Oh, Mann. Wie geht es denn schon wieder? Wer bist du? Du hast eine Quest für mich. Ich muss irgendjemanden suchen. Ja, Klingeling. Wunderbar. Ja, schön. Finde Klingeling. Nee, heute nicht. Warte mal. Transportmittel. Hier. Puti-Zniege. Puki-Azur-Zniege. Nee, ich will hier die Puti-Zniege. So. Okay. Dann zeig mir doch bitte auf der Karte hier diesen geheimen Ort. Hier war der, ne? Kann ich hier eine Wegmarke setzen oder so? Nee? Guck mal, die ganzen Nebenquests. Hauptquests habe ich auch. So viel, ey. Besiege den Jumbo-Knäuel, erobere die Außenposten, besiege den Pummelschnauber, besiege die Weltenfresser, bezwinge die gegnerischen Stämme. Guck mal, die Nebenquests. Ich fange mal ganz oben an, hier. Ei. Spiraldudler ist neu. Klonkfaust ist neu. Juju. Finde heraus, dass der Schlüssel kann. Und finde Klingeling. Ja, wunderbar. So, ich würde sagen, wir holen uns heute mal noch so einen Strahlenzünder. Ja, mal ein bisschen Pollen. Ja. Ich will gucken, wo da der geheime Ort ist. Ist es das da? Gut, es ist zu groß, um geheim zu sein. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ah ja, was ist das denn? Ist das der geheime Ort? Nee, da bin ich ganz weit davon entfernt. Aber ich will hier trotzdem rein. Ich will gucken, was das ist hier. Hat dieses monströse Gebäude denn einen Eingang? Du bist auf den Ausguck gestoßen. Dort oben irgendwo solltest du Nova finden, in der Nähe der Wolken. Ja, ich kann auch einfach hier reingehen. So. Okay. Ich finde dort Nova. Was auch immer das bedeutet. Wir gehen einfach mal hoch. Geht es direkt ganz nach oben. Aber mein Schwert ist schon geil. Und meine Nahkampfwaffe, so. Aha. Ja. Hallo. Du hast das Langauge gefunden. Damit kannst du die Schnuppen sehen, bevor sie fallen. Langauge. Oh, ein Wegweiser. Zuerst mal ja rampinkeln. Ich denke, du meinst mit dem Langauge das Teleskop, ne? So. Okay.
Hallo, Nova. Mama freut sich, dich entdeckt zu haben. Hier ist es schwer, durch den Schmutznebel zu spähen. Doch die meiste Zeit blinzelt sie doch in den Himmel und hält nach Schnuppen Ausschau. Okay. Klingt nach Klingt nach Zeitverschwendung. Zu Pete. Findet, dass man sich zum Ende der Welt mit den Dingen beschäftigen sollte, die einem wichtig sind. Sage, Lava. Sie fragt sich, was du mit all deiner immer größer werdenden Macht tun wirst. Den Himmel freimachen oder ihn in Brand stecken. No. Sie glaubt, du würdest gerne die Schmutzwolken vertreiben und die Schnuppen am Himmel freilegen. Stell dir nur mal vor, wie schön erfüllt er dann wäre. Okay. Wenn sie eine Schnuppe sieht, denkt sie gerne, das sei ein Zeichen, dass ihr nicht so alleine seid. Dass selbst wenn hier unten alles endet, es auf anderen Welten irgendwo da draußen vielleicht weitergeht. Nova fragt sich, ob du je zu den Schnuppen geblickt und dich gefragt hast, ob du dich ebenfalls in den gleichen Mustern bewegst, im immer gleichen Nachttanz, oder ob du dich daraus befreien kannst. Ja, wir sind bereits frei. Findet es schön, dass du so denkst, aber sie ist unsicher, ob das auf sie zutrifft. Schätzt, wenn die Schnuppen weiter tanzen, sollte es die Welt ebenfalls. Und so wird es geschehen. Meint, sie findet es toll, dass du immer versuchst, alles heller leuchten zu lassen. Schoko. Gefällt es, wie du mit den Myriad strahlst. Sie glänzen so hell und bunt, dass sie fast die Schnuppen überstrahlen. Manchmal ist es zu hell. Meint, sie erhellen den Himmel und überstrahlen alles andere. Okay. Meint, wenn sie mit dir redet, glitzert es in ihren Augen. Ach, ich hab keinen Bock mehr auf die Konversation. Doch jetzt. Ja, du ziehst die Nacht vor, blabedi blubedi. Es geht mir aber viel zu lange hier. Es ist bereit. So, suche den Nachthimmel nach einer Schnuppe ab. Ja, es ist halt nicht Nacht. Okay. Dann machen wir halt Nacht draus. Okay. So, das ist es. Nee, das ist ein Meteor. Gottverdammte Scheiße. Ja, das war jetzt aber nicht so gut, oder, Nova? Untersuche den Absturzort der Schnuppe. Holy shit, what was that? Da gehen wir direkt mal schauen. Also, eine Schnuppe ist für mich eine Sternschnuppe. Die schön am Himmel durchzischt, aber hier nicht explodiert. Wir haben hier noch die Tilted Towers von Fortnite. Wie eine Frage, die auf eine Antwort wartet. Oh, guck mal, wie elegant. Richtig gut gemacht. So, 6-mal überragende Beute haben wir hier. Hier geht's nicht mehr hoch, okay. Ja, dann gehen wir halt runter. So. Ich würde eigentlich, bevor ich den Teil hier mache, lieber zuerst zur Absturzstelle gehen. Aber die Monster werden mich wohl nicht in Ruhe lassen. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ui. Okay, Automatikgewehr. Ja. Zeig mal her. 3000 HP habe ich. Das ist nicht schlecht. So. Das kann ich direkt wieder verschrotten. Herstellen. Und zwar hier. Zeig mal her, wir gehen wieder alles schön durch. Schafft. Könnte ich eigentlich mittlerweile auch wieder ein paar Sachen kaputt machen. Spiel den hier. So, die Doppelstange. Beim Griff. Behalte ich mal alle drei, weil es sind legendäre Sachen. Basis. Plumps. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Krachbums, Valvin und den Krachbums mache ich auch weg. So. Das ist das Einzige, was ich habe. Hier. Ja. Kann ich eigentlich das Magazin, was ich nicht brauche, kann ich verschrotten. Brauche ich ja nicht. So, und die Mündung brauche ich in dem Sinne auch nicht mehr. Dann kann ich eigentlich hier beim Griff beide Jacks wegmachen. Brauche ich ja nicht. Ich benutze eh nur diese Waffe. Dann brauche ich auch nur diese Teile. If you know what I mean. So. Okay. Oh, gerade ein bisschen dunkel geworden hier. Geh mal raus hier.
So. Flieg davon. Ja, scheiß auf die Monster. Scheiß jetzt mal sowas von auf die. Ja, sollte halt mein... Oh, shit. Sackgasse. Not gut. Ja, bisschen Grünzeugs. Für den nächsten Einkauf, so. Hier ist ein Monster unterwegs. Scheiß auf das Monster. Ich will zur Absturzstelle. Oh, scheiß auf das. Noch ein Flauschkolossnest hätten wir hier. Okay. Mein Video mit dem Titel Das Flauschkolossnest, das ist mit den Views für meinen Kanal gefühlt explodiert. Hat, geht auf die 200 zu. Nur der erste Part. Oh Gott. Hatte so viel. Was ist das denn? Ein Rätsel zum Lösen dort. Sonst noch was? Ey! Machst du denn hier, Schnuddel? Sag mal. Hast du sie noch alle? Hier. Oh Gott. Ey! Sag mal. Darf ich jetzt mal? So, böser Wolf. Ja, mehr. So, was ist denn das da oben, ey? Von wo kommt ihr Kollegen denn auf einmal? Autsch! Ah! Gesundheitsinjektion bitte. So, frier mal ein hier. So. Wunderbar. So, den ersten. Oh Gott! Okay. Was bist du denn für einer? Alter Schwede. Hauen ordentlich rein, die Freunde hier. Da bleibe ich aber sowas von auf Abstand. Holy shit. So. Wow. Oh, ein Seitenstachel. Zusatzteil für Rüstung. Okay. Interesting. Und was haben wir hier? Wenn du die Splitter anordnen kannst, solltest du die Schnuppe öffnen und sie herausziehen können. Du hast eine heruntergefallene Schnuppe gefunden. Ja, ja, ja. Ich hab... Komm, mach vorwärts. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Das hat funktioniert. Sieh nur, wie die Splitter strahlen. Ich sehe hier nur etwas, was wie eine menschenfressende Pflanze aussieht, ja? Ist mir Schnuppe. Sehr selten entdecke eine abgestürzte Schnuppe. Das haben nicht viele geschafft. Und jetzt bring den Splitter zu Nova zurück. Okay, bevor ich das aber mache, gehen wir mal in die Ausrüstung. Guck mal hier. Verschrotten. So, und jetzt kann ich irgendwo ein cooles Teil hinpacken. Und zwar hier, der Seitenstachel. Hier geht's, ja. 2 in 8. Ja, doch. Machen wir doch. Komm. Sehr schön. Also, Karte. Dann bitte zu Nova zurück. Schnellreise. Hätten wir das dann auch geschafft. Dann geben wir ihr diesen Splitter ab. Und gucken mal, was sie so für uns an Informationen hat. Novo sagt, die Sterne haben auf dich herabgeschienen. Und du bist auch mit ihnen verbunden. Ansonsten hätten sie dich nicht zur Schnuppensturzstätte geführt. Sie sagt, deine Rolle darin ist größer, als du denkst. Es steht in den Sternen geschrieben. Zuerst solltest du den Schnuppensplitter ins Langauge einsetzen. Sie denkt, der Splitter wird das Langauge so verstärken, dass sich damit durch den Schmutz... Ja, ja, ja. Komm, wir überspringen die ganzen Konversationen wieder. Ich mach mich auf den Weg. So. Pflanz ein das Zeug. Setz den Schnuppensplitter ins Langauge ein. Maximal hell ist meine Aura wieder. Holy shit. 14 zu 39, okay. Beweg es einfach, bis du eine Schnuppe siehst, die vom Himmel purzelt. So. Funktioniert's? Läuft das Ding? Dreh es richtig. Hey. Das ist falsch herum. Ja, was muss ich denn drehen?
Wie sehe ich denn eine Schnuppe? Ah, so, okay. Ist ja offensichtlich. So muss es sein. Genau so. Gib Nova den Schnuppensplitter. Warum denn? Nova, sie interessiert. Oh, ja, bla bla bla. Tun, wenn du etwas davon mitnimmst. Ich finde eine gute Verwendung dafür. So. Ich muss weg. Haben wir es geschafft mit dir? Finde den Spind. What? Was für ein Spind? Ach so, den da. Warum zieht er das? Ah ne, er zieht's nicht an. Okay, Archenrucksack, null Rüstung, geil. Richtig gut. Archenhelm. Okay. Ja, perfekt. Archenhose. Aha. Und eine Archenjacke. Nebenquest abgeschlossen, Nova. So, das brauche ich alles nicht. Aber wenn es cool und schön aussieht, ich denke mal, damit kann ich wahrscheinlich, wenn ich es anziehen würde, habe ich überall nur, ja, ich habe überall in der Nebenhand, kann ich eigentlich hier die alte Weltklonkfaust machen und in der Haupthand die Skatingkurve. So, habe ich überall immer nur ein Ersatzteil, dann kann ich das alles mal schnell anziehen und gucken, was es mit den, sag jetzt, mit den Schwächen macht gegen die Dingens da. So. Ja, ich hätte halt viel Widerstand. Aber das brauche ich halt nicht, ne? Das brauche ich effektiv nicht. Meine Rüstung, die ich habe, die ist um einiges besser. So. Hätten wir alles. Dann kann ich das eigentlich verschrotten. Ich brauche das nicht. Ich kann es nicht verschrotten. Okay, gut. Dann halt nicht. Also, wir wollten ja eigentlich hier noch den Strahlenzünder finden. Der ist da unten. Machen wir morgen. Na? Für heute ist gut. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderprächtigen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.